So, die ganze Levelei haben wir jetzt auch hinter uns und wir haben ein zweites Kartenstück. Das geht ja gut voran. Wir haben jetzt noch Hinweise für einen Gerbald oder so in Fexkar. Wir haben Svafnir Egilsdotter in Skjall oder auf ihrem Boot. Und Jorge Thorefsson in Skjall. Also sollten wir auf jeden Fall nach Skjall. Da könnten schon mal zwei Leute sein. Weil Fexkar ist doch ein wenig weit weg. Müssen wir jetzt mal gucken, was die Karte sagt. Wir können im Osten die Stadt verlassen und da auf die Karte schauen. Wir sind da oben. Da wäre Fexkar, ja? Und wir müssten wieder durch das Gebirge durch. Also allgemein würde ich ganz gerne irgendwann da nochmal durchgehen, um das Banditenlager aufzumischen. Aber vorher sollten wir nach Skjall. Das hatten wir schon mal gesehen. Aber die Frage ist nur, wo? Ich glaube, das war irgendwo hier an der Küste. Gehen wir mal kurz alle Städte durch. Gudason, Kort, Trebbern. Ist das da auf der Insel? Nee, das war irgendein Hafen. Arren, Skjall, da. Also hier ist Prem, da ist Skjall. Vielleicht können wir hier irgendwo den Fluss entlang. Aber allgemein ist es nicht ganz so weit weg. Das heißt, wir gehen erstmal nach Süden an der Küste lang. Zu dem Dorf. Gehen dann inland am Gebirge lang, bei dem Dorf vorbei, zu dem Dorf und da schauen wir uns dann um, ob wir hier den Fluss runter können. Weil wenn nicht, dann haben wir ein arges Problem. Oh, oder noch besser. Wir schauen, ob hier ein Hafen ist und gucken, ob wir einen Hafen chartern können. Entweder nach Skjall oder nach Prem. Das wäre ja einigermaßen nah dran. Welche Häfen hätten wir denn noch in der Nähe, damit wir uns die Namen ein wenig merken können? Arren. Was haben wir hier? Arren, Trebern. Arren, Trebern, Bremen. Arren, Trebern, Bremen, Kort. Und hier noch? Gudasunden. Gudasunden, Kort, Bremen. Und schon geht's los. Arren. Ja, das soll uns erstmal an Namen reichen. Jetzt müssen wir noch einen Hafenmeister finden. Gab es hier in der Stadt einen Hafen? Ja, das schaut gut aus. Direkt am Wasser. Eine rote Stelle auf der Karte. Ich wollte eigentlich nicht in die Taverne, danke. So, dann fragen wir doch mal den Hafenmeister. Hallo Reisende, grüßt euch ein Mann, offensichtlich der Hafenmeister. Freundlich, als ihr seine Hütte betretet. Ihr seht aus, als bräuchtet ihr Rat. Kann ich euch geben. Kostet allerdings die Kleinigkeit von einem Silberling. Ja, das ist nicht wirklich so das Problem. Dann fragen wir mal nach ankommenden Schiffen. Im Laufe der nächsten Tage kommt ein Schiff nach Tianzet, meint der Hafenmeister freundlich und zieht lange seine langstielige Pfeife. Tianzet. Was haben wir hier? Wir könnten Oversorn oder Liskor. Oversorn, Liskor, Tianzen. Schnell wieder aus der Stadt, um auf die Karte zu gucken. Die waren nicht hier unten. Chalsingor, Rovik, Oversorn. Tianzet wäre da, da würden wir nicht wirklich viel sparen. Und da ist Liskor. Also wir hätten am Hafen zwei Boote, die direkt in die Nachbardörfer führen. Was war das Boot, das so lange brauchte? Ja, hilft nichts. Wieder zurück zum Hafen. Vielleicht sollten wir uns ja doch lieber Notizen machen. Also erfragen wir nochmal nach Tianzet. Also das direkt nebenan. Das heißt, es gibt ein Boot nach Tianzet und es kommt bald ein Boot nach Tianzet und einem anderen Dorf. Na gut, das Boot wird so oder so schneller sein. Dann würden wir jetzt gerne nach Oversorn. Oversorn. Der Kutter Fischers Freund bietet euch für heute eine Deckpassage nach Oversorn an. Eine Reise, die bei gleichbleibendem Wetter etwa 12 Stunden dauern, wird in euch 61 Heller kostet. Ja, wollen wir machen. Der Captain bedankt sich und erinnert euch noch daran, dass das Schiff um 9 Uhr ausläuft.
spät haben wir es denn? Wir haben es gerade mal 12. Können wir schon das Boot betreten? Ja, können wir schon. Und wir können uns da auch schön ausruhen. So, Overthorn, das war hoffentlich hier unten. Ja, sehr schön. Da haben wir schon mal ein kleines Stück Reise gespart. Wie kommen wir von hier aus weiter? Wir können nach Rovek, nach Tjansek und nach Liskor. Tjansek und Liskor waren die beiden Nachbardörfer, also die zwischen diesem Dorf und dem Dorf, wo wir herkommen, lagen. Rovek kennen wir noch nicht. Und was sagt der Hafenmeister? Brenthill. Rovek und Brenthill. Rovek und Brenthill. Dann müssen wir jetzt in diesem Dorf erstmal einen Ausgang finden. Rovek, Brenthill. Rovek, Brenthill. Oder so. Komm schon, gib mir einen Ausgang, bevor ich den Rest vergesse. Rovek. Es gibt hier keinen Ausgang. Wollen wir doch veräppeln, oder? Rovek, Brenthill. Es gibt keinen Ausgang, außer den Hafen. Ha, eine sehr skurrile Stadt. Und es wird stockfinster. Na gut, wir können auf gut Glück einfach ein Boot nehmen. Es dürfte ja nicht in die falsche Richtung fahren können. Denn wir waren ja schon ganz oben in der Ecke. Und wir haben uns die Namen der Dörfer da einigermaßen gemerkt. Also springen wir jetzt einfach in ein Boot nach Rovek. 33 Stunden und wird euch nichts kosten. Da ist doch was faul. Na gut, springen wir rein. Das Schiff kommt erst morgen los. Na super, dann müssen wir jetzt noch an der Taverne uns rumdrücken. Wie spät haben wir es denn? 22 Uhr. Nee, dann müssen wir sogar ein Gasthaus finden, denn so lange in der Taverne hält selbst Tirik nicht aus. Schlafsaal, eine Nacht. Und sofort wir könnten den Stabzauber machen. Wir würden gerne Talana. Stabzauber, misslungen. Schade. Na gut, dann würden wir gerne Talana meditieren. Kann sie nicht, weil der Stabzauber schon zu anstrengend war. Na gut, dann halt nicht. Und das Schiff ist hoffentlich noch da. Sehr schön. Wo fahren wir jetzt hin? Hoffentlich nicht zu der Insel da oben. Nee, das sieht gut aus. Jallen ist seekrank und verbringt mehr Zeit an der Reling als im Bett. Arme Jallen. Dafür regenerieren ein bisschen. Am Horizont könnt ihr ein weiß-rot gestreiftes Segel erkennen. Das Schiff kommt langsam näher. Es nimmt Kurs auf euch. Dann entdeckt ihr mit Schrecken, dass es sich um Piraten handelt, die nun längsseits kommen. Etwa eine Handvoll der bärtigen Räuber entert euer Schiff. Oh oh. Eine Handvoll. Das sind gerade mal 4. Da werden wir nicht mehr Magie benutzen. Du nimmst schön Deckung, dass du nicht wieder gleich in den Nahkampf stürmst. Du guckst erstmal, was für eine Waffe du in der Hand hast. Du hast ein Rapier wahrscheinlich. Dann stehst du richtig. Könntest mit dem Bogendiener treffen. Also wechsel doch mal ganz schnell. Aber die sind eh nächste Runde dran. Nee. Du gehst jetzt mal 2 Schritte dahin und haust den Piraten. Aggressiv. Du machst das gleiche bei dem da. Gehst dran. Du hast hoffentlich auch eine Nahkampfwaffe in der Hand. Ja, schaut gut aus. Und auch aggressiv. Tirik kennt eh nichts anderes. Nee, doch. Eigentlich ist er ja eher unser defensiver Kämpfer, da er meistens von allen umzingelt wird. Aber hier darf er auch mal richtig loslegen. Na, jetzt stehst du Gwendolyn im Weg. Das war jetzt nicht so geschickt, aber sei es drum. Du hast 5 Punkte und stellst dich da dem Piraten in den Weg. Dass die uns geändert haben, werden die noch bereuen. So. Nimm. Du machst alte Option. Du sowieso. Und der müsste gleich schon umkippen. Du sicherst. Alte Option. Ja, das läuft sehr gut. Kaum einer von uns kriegt Schaden und wir teilen fleißig aus. Warum wurde seine
Nein, Waffe zerstört. Ah. Nicht gut. Gar nicht gut. Warum haben die alle keine alten Optionen mehr? Die werden irgendwie nicht abgespeichert. Na gut, alle auf den da. Gerogon muss nur dran denken, gleich zu irgendeiner anderen Waffe zu wechseln. Welche auch immer er noch so im Gepäck hat. Das ist jetzt schon das zweite Schwert. Und vor allem immer nur bei Gerogon. Das ist schon komisch. Wir hätten gern... Warum hat er einen zerbrochenen Säbel? Und... Ja? Durch welche Waffe soll Gerogon das Schwert ersetzen? Ich habe eben gerade schon Schwert ausgewählt. Und trotzdem hatte ich hier so eine rote Unterlegung. Ich greife mal testweise an. Und er hat seine bloßen Fäuste genommen und der Gegner ist zerplatzt. Ja. Sowas ist mir auch noch nie passiert. Jemanden zu schlagen und der ist dann explodiert. Aber das sind halt Piraten. Die haben zu viel Grog-Intus. Das passt schon. So, du läufst dahin. Das heißt, Gerogon wird gleich wieder seine Waffen wechseln müssen. Und zwar nicht zu dem Schwert, sondern zu dem Säbel da unten. Das gilt hoffentlich auch als Schwert und nicht als Stichwaffe. Und er kommt damit einigermaßen zurecht, aber da er gleich getroffen hat, sieht das gut aus. So, alte Option. Du auch. So, und jetzt entern die uns und wir kommen mit Beute davon. Das wäre doch schick, wenn wir jetzt über die Planke auf das andere Schiff gehen könnten und da deren ganze Ladung entern. Aber wahrscheinlich haben die eh nicht viel dabei. So. Außer ganz viel Bier, das wir nicht mittragen können. Weil das viel zu viel wiegt, komischerweise. Komm schon, euer Kumpel ist so schön explodiert. Warum wollt ihr nicht auch? Ja, ungültiges Ziel. Da ist der Pirat. Mürrim trifft Mürrim für 6 Schadenspunkte. Das ist nicht gut. Wir sollten mal ein wenig auf die Lebenspunkte achten. Also Gerogon ist okay. Talana ist sowieso okay. Gwendolyn hat auch noch keinen Kratzer. Aber ich glaube die Elfen. Tirik auch nicht. Ist ja auch kein Elf. Und irgendwie kommen die Elfen gar nicht dran. Irgendwie kommen die echt nicht dran. Schon wieder Tirik. Na endlich. Och, aber das ist vertretbar. Das ist vielleicht gerade mal ein Drittel. Boah, kommt hin. So, was mit Yallen? Komm schon, zeig mir, was Yallen hat. Ach, auch nur ein Kratzer. Nicht mal ein Kratzer. So. Jetzt macht ihr endlich fertig. Computerkampf, keine Magie. Chop, chop. Wir wollen weiter zu einem Hafen, den wir nicht kennen. Und lass Talana in Ruhe. Ja, so ist doch schön. 3 auf jeden. Das ist fair. Eindeutig. Der will fliehen. Nix da. Ihr solltet irgendwie auf Fernkampfwaffen wechseln, sonst haut er ab. Ja, der ist weg. Der kann nicht mehr fliehen. Sehr schön. Das Einzige, was er jetzt noch machen könnte, ist Talana eine verpassen. Aber das packt er nicht. 84 Abenteuerpunkte. Schön, schön. Wir haben nichts bekommen und können unser Inventar angucken. Okay. Was ist mit dem Schwert? Zerbrochen. Was ist mit dem Schwert? Zerbrochen. Dann würden wir das ganz gerne wegschmeißen. Ja. Ich auch. So. Das ist ein Rapier, das ist noch ein Säbel. Ich hätte gerne ein richtiges Schwert, aber da haben wir, glaube ich, keins mehr in Reserve. Nö, schade. Na gut, zurück und weiter reisen zu dem unbekannten Hafen. Ich denke einmal, dass es der da sein wird. Jo, sehr schön. Wir sind jetzt in Rovik. Dann speichern wir doch mal ab und in der nächsten Folge gucken wir, wie wir von hier aus weiterkommen können. Spielstand. Speichern. LP 16. Und bis gleich.